Bastelzeit. Heute möchte ich mir mal wieder ein bisschen was bauen. Und zwar geht es so ein bisschen um die Dinger hier, ja, Smartphones oder was davon übrig ist. Smartphones sind Geräte, die bei mir bedingt haltbar sind. Ihr seht ja hier das Glas, was vorne drauf ist, müsste ich auf jeden Fall mal erneuern. Aber ja, auch wenn hier das noch ein Original-Display hat, ich habe noch ein paar andere, die Displays kaputt haben. Hab zum Beispiel das hier, was eine Akkulaufzeit aktuell von, keine Ahnung, einer halben Stunde vielleicht noch hat. Und Problem an den Dingern hier ist, naja, reparieren ist halt ein bisschen schwieriger. Denn wenn wir uns das mal angucken, holen wir das mal hier aus der Hülle raus. Naja, das Ding ist halt im Prinzip ein großes Gehäuse, was irgendwie nicht wirklich irgendwas an Schrauben hat, außer hier unten zwei Stück. Und ja, die halten im Prinzip nicht wirklich viel zusammen. Was man nämlich machen muss, ist üblicherweise bei fast allen aktuellen Mobiltelefonen das Display aufheizen und dann entsprechend mit einem Saugnapf rausziehen. Das heißt, das Display ist eingeklebt und darunter ist dann die ganze Elektronik. Das heißt also, ja, zum Display wechseln müssen wir sowieso das Display ausbauen. Aber selbst so einfache Sachen wie einen Akku zu wechseln und naja, so ein Akku nach ein, zwei Jahren ist der halt üblicherweise schon merklich niedriger von der Laufzeit. Naja, ist nicht so einfach, muss man erst das komplette Display rausnehmen, mit natürlich der Gefahr, dass das Display beschädigt wird. Und ja, alles nicht so dolle. Aber ja, so ist es halt leider. Wie gesagt, ich glaube, zwei, drei Handys, die jetzt irgendwie so eine Behandlung bräuchten. Und prinzipiell kriege ich das auch hin. Also Saugnapf okay und erhitzen hatte ich bisher so gemacht, dass ich meine Heißluftpistole geholt habe von meiner Lötstation und entsprechend dann in so kreisenden Bewegungen das Ding aufgeheizt habe. Gibt nur zwei Probleme. Nummer eins, naja, meine Heißluftstation, niedrigste Temperatur, die ich einstellen kann, sind 100 Grad. Und das ist eigentlich schon ein bisschen viel. Wir müssen nämlich bedenken, hier ist ja ein Akku und alles drin. Das heißt, schwierig. Und das zweite ist, naja, ich möchte langsam aufheizen, das heißt eher was weiter weg dann mit der Heißluft und dann die ganze Zeit kreisen. Das geht irgendwann auf dem Arm. Geht das auch besser? Naja, wenn wir es professionell machen wollen, da gibt es dann ja, so eine Art Heizplatte. Da legt man einfach das Mobiltelefon dann drauf, lässt das langsam von unten aufwärmen und wenn es eine Temperatur hat, nimmt man es weg, holt den Saugnapf und zieht. Theoretisch sollte das dann besser funktionieren. Das kann man sogar noch weitermachen. Und zwar, dieses Display besteht aus mehreren Schichten. Hier in dem Fall, wenn wir jetzt mal hier den Screen Protector abziehen, haben wir vorne erstmal das Coverglas mit dem entsprechenden Touchscreen, dem Digitizer. Und darunter ist die eigentliche Display-Einheit. Und wenn man gerissene Displays hat, was häufig passiert ist, dass das Glas vorne mit dem Digitizer reißt, aber das Display selber ist noch in Ordnung. Das heißt, das wäre schön gewesen, wenn man die trennen kann. Früher ging das auch. Ich habe zum Beispiel ein Desire S gehabt, müsste das gewesen sein. Da konnte man das Glas tatsächlich irgendwie separat wechseln. Das heißt, man hat sich für 15, 20 Euro neues Glas gekauft, hat das vorne drauf gepappt und dann war wieder alles in Ordnung und das Display war immer dasselbe. Was heute halt leider nicht mehr so einfach ist, weil diese Digitizer und das dahinter, die sind verklebt mit einem Spezialkleber. Das heißt, also Display und Glas kann man eigentlich nicht mehr lösen. Und mit diesen Tischen kann man im Prinzip das so wahr machen, auch das Display selber, nicht das Handy, sondern das Display, wenn man es ausgebaut hat, kann man das erhitzen und dann mit einem speziellen Schneidedraht den Kleber durchschneiden, sodass man tatsächlich das funktionierende Display und das Glas separat hat, kann die danach dann wieder mit einem neuen Glas zusammenfügen. Theoretisch ist das ressourcensparender, aber man braucht eine Menge Werkzeug. Man braucht, wie gesagt, diesen Tisch, man braucht den Schneidedraht, aber auch um die wieder zusammenzubekommen, das muss man ja wieder kleben. Da braucht man dann einen speziellen UV-Kleber, man braucht eine Vakuumkammer, um die ganzen Luftbläschen dann rauszubekommen. Man braucht eine entsprechende UV-Kammer, um den Kleber auszuhärten. Alles nicht so einfach. Da ich aber hier nicht unbedingt vorhabe, mir einen Handy-Repair-Shop aufzumachen, gehen wir mit der einfachen Lösung. Wie schon gesagt, ich möchte fürs Erste jetzt hier hinkriegen, dass ich nicht mit meiner Heißluftpistole das Ding heiß machen muss. Also brauchen wir so eine Heizplatte. Die kann ich mir jetzt einkaufen oder ich gucke mich mal rum und naja, ich habe da noch was. Und zwar das hier.
Das hier hat man in anderen Videos schon gesehen. Das ist ein sogenanntes Heated Bed. In dem Fall das MK2A, was im Prinzip von Josef Prusa ist. Das heißt also für 3D-Drucker üblicherweise. Das hier war bei einem i3-Klon dabei, den ich mir mal geholt habe. Den habe ich vor vielen Videos mal umgebaut als so eine kleine Maschine für Gravur oder kleine Schneidarbeiten. Müsste ich auch mal wieder weitermachen. Aber um Dinge zu gravieren, brauche ich kein beheiztes Druckbett mehr. Das heißt, das Ding hier liegt im Prinzip rum. Und das hier sollte eigentlich problemlos bis zu 100 Grad auch hochgehen können. Und das ist ja mehr als ausreichend. Und das macht es halt, ohne dass ich da mitmache. Also irgendwie die ganze Zeit das Ding festhalte und bewege. Ergo, holen wir doch das hier, legen das Handy dann da drauf und lassen es hier so heiß werden. Sollte eigentlich ja funktionieren, oder? Also, gucken wir erstmal, was haben wir hier und wie kriegen wir das angesteuert. Prinzipiell haben wir hier, wie wir sehen können, ein PCB-Heatbed. Das heißt, also das hier ist wirklich einfach nur Platinenmaterial. Auch wenn man jetzt nicht viel sieht. Denn das Einzige, was wir hier sehen, sind ein paar nicht bestückte Lötpunkte hier unten. Aber die Magie ist auf der Rückseite. So sieht das Ganze nämlich aus. Und hier kommen wir auch schon, wer jetzt in höheren Auflösungen guckt, eventuell sehen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt zwei Teile, die müssen wir ein bisschen unterscheiden. Das in der Mitte sparen wir mal aus, sondern achten nur auf die dicken Drähte. Das ist nämlich der eigentliche Heizstrom. Und dieser Heizstrom, der geht im Prinzip hier rein, geht über dieses Trace hier nach oben und geht hier oben dann in dieses dünnere Trace. Und das hier, das ist dann ein Zickzack-Trace, welches so ein bisschen hin und her geht. Und ja, stimmt nicht ganz, es geht nicht über die komplette Fläche, sondern wir sehen eventuell, hier geht es wieder raus. Und hier ist von diesem ja, linken, vom Pluspol, dann entsprechend nochmal eine neue. Das heißt, wir haben hier verschiedene Sektionen, 1, 2, 3, 4 Stück, die dann im Prinzip einfach nur ein langes Trace sind. Und ja, das ist nichts anderes als ein Kurzschluss. Ja, wir schließen dieses Board im Prinzip, ist ein riesen Kurzschluss. Und dadurch, dass hier die Traces dünner sind, heizen die sich auf durch den Kurzschluss und der Rest halt eben nicht, weil die Kabel dicker sind. Was wir dann noch hier in der Mitte haben, dann kommen wir dazu, das ist ein irgendein Thermoelement oder ein Thermosense-Element. Das heißt also wahrscheinlich irgendein NTC oder sowas, der dann genutzt wird, um die Temperatur von diesem Board hier in der Mitte zu lesen. Das heißt also, wir auch eine Rückmeldung haben, wie warm ist es denn gerade. Was wir dann machen können, ist erstmal den Kurzschluss einschalten, also einfach Strom draufgeben, das Ding wird warm. Der gibt die Rückmeldung zum Prozessor, wie warm. Und wenn wir in die Nähe kommen von unserer Temperatur, die wir haben wollen, dann fangen wir an und machen PWM. Das heißt also, wir lassen jetzt nicht mehr an, sondern schalten dann relativ schnell aus, an, aus, an, aus, an. Und das ganze Verhältnis zwischen der Zeit, die wir aushaben, Verhältnis zwischen der Zeit, die wir anhaben, das bestimmt dann im Endeffekt die Leistung und das muss man dann so einpendeln, dass wir im Prinzip das ausgleichen, was einfach durch den Raum aufgenommen wird, also die normale Abkühlung vor Bord wieder ausgleichen, gleichzeitig aber so wenig reingeben, dass es nicht einfach wieder höher geht, die Temperatur, und wir bei einer höheren Temperatur rauskommen, als wir haben wollen. Das Ganze läuft dann über sogenannte PID-Regelschleifen. Können wir bestimmt auch mal ein Video drüber machen. Ganz tolle Mathematik. So, was ich hier gerade sehe, hier oben haben wir ein paar Beschädigungen. Das ist aber anscheinend nur der Lötstopplack. Das sollte jetzt erstmal nicht wirklich ein Problem darstellen. Die Traces sind noch okay. Eventuell gleich mal ein bisschen Captain noch drüber machen. Das ist hier dieses Klebeband. Das ist schön hitzebeständig. Hitzebeständig ist auch ein guter Punkt. Man muss aufpassen, wie warm man das hier macht, denn das hier, das dürfte normales FR4 sein. Das ist so ein Material, wo draus Platinen gefertigt werden. Das hat nur eine sehr beschränkte Temperaturstabilität. Das heißt also, man darf die Dinge auf jeden Fall nicht zu heiß machen, sonst fängt sich das Material quasi an, selber aufzulösen und das wollen wir ja nicht. Gut, aktuell ist das Ding hier quasi lose. Das heißt, ich habe hier meine Käbelchen und die vom Sensor. Jetzt müssen wir das Ding ansteuern. Wir könnten jetzt natürlich selber was bauen, aber ganz ehrlich, das Ding ist vom 3D-Drucker. Ich gehe mal gerade zu meiner Kiste. Ich bin mir sehr sicher, dass ich noch ein paar alte 3D-Drucker-Controller habe. Dann nutzen wir doch einfach die. Okay, und ich denke, ich bin fündig geworden. Das erste, was ich gefunden habe, wäre der hier. Das dürfte auf jeden Fall funktionieren. Das hier ist Creality 3D. Das dürfte der Original-Controller von meinem Ender 3 sein. Den hatte ich mal getauscht gegen einen SKR 1,3 oder so. 1,3 müsste das heißen. Jedenfalls eins mit anderen Treibern und so weiter. Basiert auf einem ATmega 128
1284P, also 1284P, müsste prinzipiell funktionieren. Wir sehen hier einen Anschluss B-Mod, das müsste Battery, BAT, ja, MOT sein, was auch immer das heißt. Passt auch einwandfrei hier rein. Also das dürfte kein Problem sein. Und ich glaube, das Heated Bed klemmt man hier irgendwo an. Ich kann es jetzt nicht erkennen. Ach, hier unten. Hot End, Bed, genau. Also hier sind auch Anschlüsse fürs Bed. Interessanterweise 12 Volt. Läuft der Ender nicht mit 24 Volt? Oh. Okay, vielleicht habe ich was falsch im Kopf. Na gut, prinzipiell sollte das laufen. Ich schätze, hier unter dem Kühlkörper ist der Transistor, der dann das Hot End steuert. Alternative wäre das hier. Das ist auch noch ein altes Board. Das hätte den Vorteil, das basiert auf dem 2560, also ATmega. Oh ne, 1280. Okay. Ich dachte, der hätte größeren gehabt. Anscheinend nicht. Okay. Ist im Prinzip auch so ein Board. Wir sehen auch ein paar Sachen, die ähnlich sind. Wir haben halt den Hauptprozessor, wir haben die USB-Schnittstelle, wir haben die Stromversorgung hier. Was wir hier anders haben, ist der hier, der hat die Motortreiber für den 3D-Drucker aufgelötet. Hier haben wir frei, das heißt, wir können hier verschiedene Treiber draufstecken. Das ist manchmal interessant. Zum Beispiel die vom Ender 3, die Treiber, die sind bekannt, dass sie relativ laut laufen. Einfach weil sie nicht so einen schönen Sinus machen, um den Motor anzufahren oder sowas. Und ja, für hier die kann man dann sich einen besseren Treiber kaufen, draufstecken und dann die nutzen. Und allgemein hat der hier auch deutlich mehr Anschlüsse. Man kann also mehr rumbasteln. Sehen ja auch schon allein, wie viele GPIOs die beiden Dinger hier haben. Auch der hier kann im Prinzip Hot End hier anklemmen. Wir haben hier einen von den Transistoren, den wir haben, der das Ganze dann ansteuert. Der hier hat schon mal einen Fehler erlitten. Und zwar, wir sehen hier diese kleine SMD-Sicherung hier unten. Ja, die war auch mal da drüber. Die ist mir mal abgebrannt. Hab die entsprechend rausgefräst, dass da nichts passieren kann und mir einen externen Sicherungshalter dran gemacht, wo dann hier eine HRC-Sicherung drin ist. Ist nicht schön jetzt von der Optik, aber ich denke hier, die ist auf jeden Fall nicht unsicherer als so eine Bordsicherung. Die habe ich halt einfach nicht in der Baugröße damals bekommen, deswegen hier die Lösung. In beiden Fällen würde ich aber eins auf jeden Fall machen, und zwar nicht das Hotbed hier dran klemmen, denn das hat das Problem, dass hier diese Transistoren relativ wenig Kühlfläche haben. Also hier geht es noch, da haben wir einen richtigen Kühlkörper drauf. Bei dem hier, hier unter dem, müssten eigentlich sogar zwei, ja, da sind zwei Transistoren drunter. Und schwierig. Was ich aber noch da habe, das ist der hier. Das ist auch so ein spezieller Hotbed-Controller. Ihr seht, der ist ein bisschen gemoddert, weil ich den für was anderes auch benutzt habe. Aber im Prinzip haben wir hier einen relativ großen MOSFET drauf. Das ist hier der HA210N06. Ihr seht, die Bauform ist deutlich größer als das, was hier verbaut ist. Wenn wir mal vergleichen. Und hier drunter sitzt sogar nur so ein ganz kleiner SMD. Haben wir so einen irgendwo hier? Nee. Aber ich kann euch die mal einblenden. Also die sind halt nochmal eine Runde kleiner. Und das Problem ist erstmal nicht die Größe an sich. Also die haben kein Problem, das zu schalten. Aber das heißt natürlich auch dieselbe Hitze, weil wir haben ja dieselbe Leistung. Kommt auf einer kleineren Fläche, lässt sich schlechter abführen. Hier haben wir halt eine riesengroße Fläche, wir haben einen sehr großen Kühlkörper dran. Und entsprechend, ja, können wir hiermit einfach das Ding einschalten. Ich müsste mal gucken, was hier gemoddet ist. Hier fehlt der Ansteuercontroller. Ich glaube, den habe ich gegen den externen ersetzt, weil dieser IRLZ44N, genau, das ist ein Logic-Level-Fed. Ich hatte, glaube ich, das Ding mit Logic-Level angesteuert. Daher. Und da gerade gefunden, noch zu dem Vergleich, das hier sind diese Transistoren, die da verbaut sind. Wenn wir da mal vergleichen, die Transistoren mit dem hier, da seht ihr halt so einen gewissen Größenunterschied, der entsprechend dann auch zur Kühlung zur Verfügung steht. Okay, das heißt, den würde ich dann hier noch dazwischen machen und dann eins von hier diesen Controllern holen. Wahrscheinlich das hier, einfach weil der eine schönere USB-Buchse hat und einen Anschluss für ein Netzteil.
Hier muss man einschrauben, hat dann Mini-USB und wer nutzt heutzutage noch Mini-USB? Von daher, wahrscheinlich nutze ich einfach das hier. Da ist bestimmt irgendein Marlin drauf. Das heißt, ich kann dem einfach sagen, okay, hallo lieber 3D-Drucker, weil er denkt, er wäre noch einer. Mach mal bitte das Bett auf X Grad und dann würde er das Bett halt passend anfahren. Und solange ich keine Motorkommandos oder irgendwas anderes schicke, lässt er halt die anderen Funktionen vom Board in Ruhe und ja, passt schon. Ich meine sogar, dass ich das Board hier mit dem i3 genutzt habe. Das heißt, das sollte sogar fertig für hier dieses Ding konfiguriert sein. Das heißt also auch, der Typ von Temperatursensor hier dürfte schon richtig sein. Ich bin mir nicht sicher, ob der Ender 3 denselben nutzt. Deswegen ist das hier dann nochmal von Vorteil, muss ich nichts neu kompilieren. Was ich jetzt nicht habe, hier kommt normalerweise ja so ein Display dran, wo man den Status sehen kann. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Das würde ich gerne am Drucker lassen. Prinzipiell, ja, dann kauft man sich halt noch eins. Die kosten irgendwie 10 € die einfachen. Das wäre auch kein Problem, wenn man lokal die Temperatur einstellen können möchte. Aber mir reicht erstmal USB. Also, ich suche mir mal ein Computernetzteil, ein altes, was hier die 12 Volt liefern kann. Und ja, baue das Ganze dann mal passend zusammen, dass der hier plötzlich heizen kann. Im Übrigen, was man nicht machen sollte, ist das hier so betreiben. Einfach weil dieses Heated Bed wird heiß und wenn das direkt auf einem Tisch liegt, der in dem Fall hier zum Beispiel aus Holz ist, naja, Holz und hohe Temperaturen geht auf Dauer nicht so gut. Das heißt, hier muss man auf jeden Fall noch irgendwas drunter machen, dass das Ding in der Luft gehalten wird. Hier gibt es ja an der Seite so passende ja, Löcher. Ich gehe mal davon aus, dass ich einfach so ein paar Spacer holen werde, diese Pfosten mit Gewinde, einfach ein paar drunter, dass das Ding dann so in der Luft steht. Eventuell von unten noch ein bisschen isoliert. Also das hier ist natürlich dann unten am Schluss, dass da nicht so viel Hitze wegkommt und dann sollte das eigentlich gehen. Ich glaube, ich habe sogar noch die Glasplatte, die früher hier drauf war, vielleicht, dass ich die noch drauf mache. Aber eigentlich hier auf der Seite sind keine Traces, hier ist nichts, was irgendwie raussteckt. Von daher sehe ich da jetzt auch kein so großes Problem, wirklich ein Handy da drauf zu legen und das so warm werden zu lassen. Man kann das Glas dazwischen machen, aber dadurch, dass hier halt nichts ist, solange man jetzt nicht hier drüber kratzt, über diese Mitte oder so, sollte das eigentlich alles funktionieren. Okay, Plan steht. Und das macht das Ganze natürlich noch einfacher. An dem i3 hing oben noch das alte Display dran, was ich nicht mehr benutzt habe. Von daher habe ich es einfach gerade abmontiert. Dann habe ich auch hier meine Steuerung. Fein. Paar Flachbandkabel suchen, aber ich denke, das sollte passen. Ich weiß nur nicht, ob hier der den richtigen Treiber hat, aber ne, wird schon. Wie auch immer, erstmal alles passend anklemmen und dann gucken, was bei rauskommt. Ja, okay, ich sehe gerade, hier ist ein Teil von der Steuerung ab. Ich glaube, wir lassen den jetzt erstmal weg. Zum Testen sollte das ja ausreichen. Ich gucke mir den anderen dann danach mal an, wie der funktioniert hatte und ja, wird schon irgendwie bestimmt dann wieder passend zu machen sein. Übrigens schöne Klemmen, die hier dabei sind, einfach dadurch, dass sie hier innen drin so einen Käfig haben. Das heißt, man drückt da auch keine Kabel platt, auch jetzt, wenn man wie hier Litze im Einsatz hat. Und gleichzeitig sind sie aber auch steckbar, sodass man sie rausholen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier in Ruhe, da wo Platz ist, das Ding zusammenschrauben und ja, dann am Schluss erst einstecken. Das macht das Ganze dann angenehmer. So, Hotbed. Dann haben wir hier noch ein paar Flachkabel. Was haben wir hier? LCD und SD-Card. Eigentlich reicht LCD, SD-Card nutze ich eh nicht. Zack. Und bist du hier beschriftet? Nö. Probieren wir es einfach mal mit der EXP1, ob das passt. Denn EXP1 scheint mir hier in Richtung vom Display zu gehen, oder? Wir werden es sehen, was hier wohin geht. Fehlt nur noch ein bisschen Strom. Haben wir hier so ein altes PC-Netzteil. Die kann man zum Glück relativ einfach umfunktionieren. Hat der einen vierpoligen Stecker für die CPU? Sieht nach nicht mehr aus. Ich habe die Befürchtung, den habe ich mal abgeknipst. Na, dann holen wir den hier.
Das müsste auch funktionieren. Minus, plus, minus, plus. Jep, funktioniert. Können wir das einfach so stecken. Theoretisch müsste das jetzt schon alles sein. Wir haben unser Hotbed, wir haben unser Controller, wir haben unser Display. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist ein Kaltgerätekabel, um das Netzteil anzuklemmen. Yay. Okay, so, machen wir gerade hier so ein Dämmmaterial mal unter die Platte, für den Fall, dass sie doch loslegt, dass da nichts passiert. Muss natürlich aufpassen, das ist im Prinzip leitfähig, aber der steht hier weit genug ab, das sollte passen. Beim Netzteil muss man noch gucken, bei PC-Netzteilen, die geben ja keine 12 Volt direkt aus, da muss man ein bisschen tricksen. Was man dazu braucht, ist der ATX-Stecker, das ist der große hier. Und was man hier suchen muss, das ist der On-Pin. Das ist üblicherweise ein grüner hier, in der Nähe von dem Orangen auf der Seite. Und den muss man zu einem schwarzen verbinden, dass der entsprechend angeht. So. Das heißt also, wenn wir die beiden verbinden, irgendein schwarzer und den grünen, jedenfalls davon ausgehend, dass der Stecker die übliche Farbgebung hat, dann sollte das Ding eigentlich anspringen. Okay, alles in Deckung. Okay, Strom an. Okay, sieht gut aus. Naja, fast. Oh doch. Ha. Display geht an, zeigt auch was an. Wir haben einen Error Mintemp. Was auch immer das jetzt heißen mag. Aber sieht schon mal gut aus. Wir sehen auch hier 17. Okay, ich wollte gerade sagen 17 Grad. Ich glaube, wir haben hier irgendwo gerade die Datenverbindung unterbrochen. Setzen wir den nochmal zurück. Na, okay. 17 Grad fürs Hotend. Das kommt ungefähr hin mit der Raumtemperatur. Wir können jetzt mal testen, wenn ich hier meinen Finger drauf halte. Auf das Ding. Jo, 18 Grad. Also, wir scheinen hier entsprechend tatsächlich die aktuelle Temperatur anzuzeigen. Gut, das klappt schon mal. Verdammt, jetzt hat er schon wieder diesen Fehler. Never mind. Der liegt hier auf dem Metall auf, wahrscheinlich daher. Gerade hier was Plastik dazwischen. Es kann natürlich sein, dass das jetzt eine Datenleitung da etwas erwischt hat. Ansonsten, wir sehen es hier. Ich weiß nicht, ob es erkennbar ist auf der Kamera, aber da sind zwei grüne Lampen. Also die Stromversorgung scheint zu laufen. Und wir sehen hier in dem Bereich keine Lampen. Das heißt, aktuell ist auch nichts aktiv. Dann können wir im Prinzip jetzt einfach mal gucken, ob wir dem überredet bekommen, das Hotbed anzuschalten, obwohl er diesen Mintemp-Error hat, was wahrscheinlich einfach nur heißt, hallo, hier, ich habe 0 Grad gerade auf meinem Hotend, womit normalerweise ja gedruckt wird. Das kann nicht stimmen, was aber halt richtig ist, weil wir haben nichts angeschlossen. Also gucken wir mal. Ah, der hier geht nicht. Ah, pfui. Sieht so aus, als ob wir doch das zweite Kabel brauchen. Wo habe ich es hingeworfen? Nehmen wir mal das hier. Mal gucken, ob die zufällig den hier über den zweiten Port steuern, über den SD-Card-Port. Den mal fürs Einstecken hier aus. So, zweites Kabel. Versuchen wir den Kram nochmal an. Warten, bis das online ist. Okay, und können wir jetzt was drehen? Ja, jetzt geht's. Hier seht ihr die Prozentzahl hoch runter gehen. Das müsste passen. Control, Temperature, Bed. Sagen wir mal 20 Grad. Und nein. Er hängt sich am Error Mintemp auf. Okay. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich könnte einfach, weil es alles die gleichen Transistoren sind, hingehen und statt dem Heated Bed das einfach auf Hot End klemmen und hoffen, dass das funktioniert. Können wir eigentlich mal probieren. Klemmen wir den mal um. HE1, Hot End 1. Zack. Und auch hier. Heater 1 ist der hier. Okay. Wenn wir den darüber klemmen, bist du damit zufrieden oder wärst du immer noch sauer mit mir? Kurze Kontrolle, müsste gehen.
Okay, jetzt haben wir hier unsere 17 Grad stehen. i3 Pro B ist ready. Das klingt gut. Dann müssen wir jetzt nur bei Control hier diesmal sagen, okay, wir wollen nicht die Temperatur vom Bett, sondern von der Nozzle hochstellen. 20 und ja, das sieht gut aus. Hier unten blinkt etwas grün. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich den hochheizen. Das ist jetzt ein bisschen uncool, weil die Nozzle wahrscheinlich einen anderen Algorithmus hat, wie der macht. Aber wir sehen, die Temperatur geht hoch. Viel merke ich jetzt nicht. Ah, müsste eigentlich funktionieren. Also ich merke, dass er langsam warm wird. Okay, soweit, so gut. Ich glaube, die einfachste Methode, bevor ich jetzt anfange, hier Dinge zu patchen und die Software zu ändern, ist einfach mal zu gucken, ob ich noch einen Temperatursensor habe, den hier einstecken, dass er eine Temperatur hat. Und dann ist das Ding hoffentlich glücklich. Prinzipiell, ja, wird warm. Das müsste passen. Ich hole gleich mal die Wärmebildkamera, dann kann man auch mal gucken, ob alle vier Sektionen gehen, aber spontan müsste das gehen. Okay, und überredet, ich klemme nicht einen zweiten an, sondern ich lasse jetzt erstmal so. Ich habe zwar noch ein paar von den Thermodingern, aber keine, die den Stecker drauf haben und jetzt da noch rumzuhantieren. Das hier reicht zum Testen ja auch erstmal aus. So, und dann würde ich einfach sagen, wir gucken jetzt mal, ob er halbwegs gleichmäßig aufheizt. Theoretisch sollte das ja der Fall sein. Was ich schon mal sagen kann, so die 20 Grad hat er Pi mal Daumen. Wir sehen hier 19, 20, 21. Das kommt schon mal ganz gut hin. Dann probieren wir das Ding einfach mal auf, keine Ahnung, 50 Grad oder so zu erhöhen. Dann machen wir 60 Grad. Zack. Die Lampe ist jetzt Dauer an. Und wir sehen, er fängt jetzt an warm zu werden. Erst hier unten in der Ecke. Play sagt jetzt 40 Grad, 42 Grad. Also ich würde sagen, das stimmt auf jeden Fall alles schon mal halbwegs überein. Was mir auffällt, rechts und unten wird auf jeden Fall deutlich schneller warm hier als auf der linken Seite. Wir sehen, er fängt jetzt hier an zu blinken. Das heißt, er ist jetzt in der Pulsweitenmodulation, dass er nicht mehr die volle Leistung zieht. Ist jetzt auch hier bei 57 Grad angeblich. Ich sehe hier so 52. Ja, Bildkamera sagt 52, aber ich gehe mal davon aus, der braucht auch einen Moment, bis dass das alles durchgezogen ist. Hier in der Mitte natürlich, wo wir diesen Punkt haben, wo wir messen. Da ist auch die Messung halt inboard, sage ich mal. Das hat eine bessere Verbindung, weil die ganzen Hin- und Her-Tracks sind ja auf der anderen Seite. Das heißt, die ganze Hitze muss durch das Material erstmal auf hier die Seite drauf. Aber ich denke, das wird. Ich lasse den mal ein paar Minuten liegen und dann gucken wir gleich nochmal drauf. Ach, blöde Frage, was sagt denn unser Board hier? Wir haben irgendwas, was 41 Grad hat. Mal gucken, ob ich das finde. Ach, das ist die Sicherung. Die wird warm. Okay. Ja. Und was sagt der hier hinten? Der Kühlkörper von dem? 30 Grad. Ich denke, das ist noch okay. Damit kann man leben. So, ich habe jetzt einfach mal eine Hülle draufgelegt und ich denke, man kann relativ gut sehen. Wir haben hier irgendwie 62, 63 Grad. Er zeigt auf dem Display 63 Grad. Also das kommt schon alles sehr gut hin. Und ich denke, das sollte auch so passen. Auch ansonsten die Wärmeverteilung, wenn wir ein bisschen weiter weggehen. Die ist, denke ich, soweit okay. Ja, technisch ist das Ding soweit fertig. Dann machen wir noch ein bisschen was an Optik. Und ja, ich hatte ja schon gesagt, ich möchte hier so Standoffs drunter machen, solche Pfosten aus Metall in jedem Fall, die das Ganze abhalten. Hat zum Glück noch ein paar da, die entsprechend festgeschraubt und dann steht das Board auch hier schön auf dem Tisch mit entsprechendem Abstand zu dem unten drunter, dass da nichts irgendwie wegkokelt. Und ja, noch eine Runde Optik. Ich habe dieses LCD und das Steuerboard nochmal hier in FreeCut mir ein bisschen schnell auf die Schnelle zusammengebaut und mir dann einen kleinen Halter gemacht, wo hinten dann der Controller draufkommen kann, vorne das LCD-Display mit den Bedienelementen so 45 Grad Winkel dran geschraubt werden kann, dass das nicht irgendwie lose auf dem Tisch rumfliegt, sondern zumindest ein bisschen zusammen ist. Das ist jetzt zwar nicht mit irgendwelchen Halterungen, dass das irgendwie ans Netzteil oder an die Platte selber dran kann, aber hey, zumindest ein bisschen was. Schnell gedruckt und ja, nach dem Montieren ist das Ding dann halbwegs so weit zusammen, dass das Ding hier nicht mehr durch die Gegend fliegen kann. So, das ist it. Ach nee, das war ein anderer Kanal mit noch mehr Messing. Wie auch immer, ich habe jetzt hier meine entsprechende Heizplatte, mit der ich Dinge
Überraschung, beheizen kann und das halbwegs gesteuert mit halbwegs sinnvollen Temperaturen. Wie am Anfang schon gesagt, ich habe es hauptsächlich mir gebaut, um den Kleber von Handy-Displays zu lösen, einfach weil ich da eventuell noch ein paar rumliegen habe. Aber prinzipiell, naja, alles, was man irgendwie so bis 120 Grad machen kann, ich würde vielleicht nicht über 110 gehen, sollte damit ganz gut möglich sein. Das ist natürlich nichts, um irgendwie Dinge zu löten. Also eine Lötplatte geht deutlich höher und selbst Low Melt Solder, der dürfte so bei 140 Grad sein. Das ist über dem, was hier die Platte sinnvoll kann. Ich könnte sie zwar ansteuern, aber da würde sich das Platinenmaterial dann eher selber zerstören. Und ja, eigentlich ist das hier einfach nur ein Haufen von Resten, die ich noch rumliegen hatte, die jetzt hier einen neuen Zweck haben. Entsprechend viel gibt es da, was man optimieren könnte. Ich habe keine Isolation auf der Unterseite. Der Controller meint, das Bett wäre das Hotend, weil ich keine Lust hatte, die Software zu ändern. Das PC-Netzteil könnte man eventuell auch gegen irgendwas Kompakteres ersetzen. Und ja, eventuell noch irgendeine Kiste für unter die Heizplatte, wo die ganze Elektronik und Netzteil und so reinkommt, wäre auch noch möglich. Aber mir reicht es im Prinzip, wenn das Ding warm macht. So oft werde ich es nicht benutzen. Es muss jetzt nicht unbedingt so gut aussehen. Und technisch machen die ganzen Punkte halt nur so mäßig Unterschied. Ja, ich kann das Ding halt einfacher fehlbedienen, weil es keinen Schutz gibt. Aber naja, ich lege da eine Lithiumzelle auf eine Heizplatte. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass ich in diesem Moment ganz besonders darauf aufpasse, was ich da gerade mache. So, ich gehe jetzt die Handys holen. Da müssen ein paar Displays runter. Hoffe, dass keiner von den Akkus irgendwie die Hitze nicht mag. Und ja, die Platte hier auch zuverlässig das tut, was sie soll.